Willkommen zurück zu Furlut 4. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen wollten. Hallo? Wir sind mit Strongy Boy hier rein. Scheiß da jemand? Hallöchen. Ich ist someone out of care. Ist was passiert? Strong, ist das was passiert? Bewegung entdeckt? Nein. Seltsam. Keine Bewegung entdeckt. Seltsam. Ich werde dich nun zerfisteln, mein Freund. Alter, wie haben mich boxen? Okay. Und neben mir steht auch ein kleiner Herr. Ein lächerlicher Soldat. Achtung, Critical. Ich habe Critical angeschaltet. 3, 2, 1. Muss immer selbst die Geräusche. Sorry, Strong. Selbst die Geräusche machen, damit das Monster geil ist. Alter, hör mal auf zu blocken oder ich block auch. Weg, Arsch. Ah. Er blockt jedes Mal meine. Also, er unterbricht meine Angriffe. Oh, wie ungeschickt. Nice. Sehr schön, Strong Boy. Und direkt dein Dingens zum Öffnen. Ah, ja, ich bin wieder froh, Fallout aufnehmen zu können. Einfach mal ein bisschen gemütlich schisseln mit Strong, ein paar Leute totschlagen, gegebenenfalls auch jemand anderen mitnehmen. Haben wir ja schon gesagt, dass wir den Mixer wieder wechseln wollen. Was hast du dabei? Ich will dein Bein nicht. Du Fuchel, ich guck mal kurz rein. Ich weiß nicht mehr genau, was jetzt hier die. Warum sind wir hier reingegangen? Was ist jetzt hier nochmal der Spaß, Digga, an der ganzen Geschichte? Mhm. Bau Mila auf. Ah ja, die Mila. Mila bauen wir auf. Die Emilia von der Gröben. Warum sind da überall diese Seepocken? Weil das hier alles unter Wasser, das? Ein Expertenschloss. Gar kein Problem für mich. Diese Problematik stellt für mich, stellt sich heraus als gar keine Problematik, denn ich mache einfach hier zack. Ich meine natürlich hier zack. Und schon ist die Chose erledigt. Geschafft. Ih. Wohnt da etwa Meyerlurks? Are here warning some Maya Lurgis? Nein. Don't. Hört auf rauszukommen. Fuck, Strong, I need your help, Strong. Strong. Strong, die sind so eklig. Strong, die fassen mich an, bitte. Wasser zum Trinken. Nicht. Zum Laufen, nicht zum Schwimmen. Nee, 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 nee. Trink das nicht, trink das nicht. Und dann kommt gleich oben links eine Nachricht, ihr Begleiter ist tot. She. Ah. Ja! I'm the Bay. Ich bin der Beste der Besten. Na ja, Schlösser knacken. Oh. Hab Strongy Boy das auch gerade? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt dabei ist er sich dran hier. Oh. Ein BC. Wie ist hier voll wässrig, glänzt, aber irgendwie sehe ich jetzt hier kein Wasser. Schon wieder ein Expertending, sage mal. Cool. Natürlich genau gekonnt, ja. Ein Anfänger hätte das jetzt erstmal falsch gemacht. Terminal des Dekans. Der Mailtransfer. Wir sind hier an der Schule. Ich sollte mich an Sie wenden, wenn ich bemerke, dass sich Professor Campbell seltsam verhält. Also er geht an den meisten Abenden zur Student Credit Union, was ein bisschen ungewöhnlich erscheint. Außerdem habe ich ihn am Samstag auf meinem Weg zum Basketballtraining mit Leslie Matthews dorthin gehen sehen. Ist sie nicht eine seiner Absolventin? Oh, oh, oh. Und Sandra hat gesagt, er hätte in den Studentenakten nachgesehen, um herauszufinden, wann Leslie Geburtstag hat. Was soll das denn? Wie widerlich? Also, könnten wir uns jetzt treffen, um über diese akademische Promethein zu sprechen? Sehr, sehr merkwürdig, Dr. Wurst. Dekan Patterson, es tut mir leid, Sir, aber ich konnte Colonel Rosemont leider nicht für Sie ans Telefon bekommen. Man hat mich stundenlang herumtelefonieren lassen und als ich ihn endlich am Apparat hatte, um Sie durchzustellen, hat er nur gesagt, er würde Ihrer beider Zeit sparen und bestätigen, dass Sie keine Freigabe haben. Danach hat er aufgelegt. Ich habe versucht, ihn zurückzurufen. Allerdings wurde mir gesagt, dass er zurzeit keine weiteren Anrufe annehmen würde und Sie zur Basis fahren müssten, um ihn zu sprechen. Sehr merkwürdig. Wir sind ja in der Schule und der will mit irgendeinem Colonel irgendeine Freigabe. Du hast keine Freigabe. Tut mir leid, Alan, aber die Sache ist beschlossen. Wie die Rechtsabteilung dir sicherlich schon mitgeteilt hat, reagiert das Militär ein wenig verstimmt, wenn man sich aus einem Vertrag mit ihnen rauszuwinden versucht. Und nein, ich kann dir nicht sagen, wo das Labor ist oder warum es in meiner Forschung geht oder in Freigabe. Was ist da los? Eigentum der Mass Bay University. Hieß es nicht, dass dort auch die Sims hergestellt werden? Oh mein Gott! Warum ziehst du das auf diese persönliche Ebene? Die Universität macht eine Menge Geld damit und irgendwann wird die Geheimhaltung sowieso aufgehoben. Und dann gibt es noch viel mehr Kot zu naschen. Was wird unter der Verwaltung gebaut? Dekan Patterson, oh mein Gott, bestimmtes Institut. Wissen Sie, was genau die Arme...
die Armee da unter dem Verwaltungsgebäude baut. Die machen einen Höllenlärm mit ihrem Presslufthämmern. Man hat mir gesagt, dass ich mich bei Fragen an Professor Campbell wenden soll. Das ist aber der Vergewaltiger. Er meinte jedoch, das würde der Geheimhaltung unterliegen. Ich habe ihn gefragt, ob sie das autorisiert hätten. Daraufhin wollte er seinen Vertrag überprüfen lassen. Das hat die Rechtsabteilung getan und sich dahingehend geäußert, dass ein Anwalt sich bei den Verhandlungen in eine Art Grauzone begeben hat. Darüber hinaus habe ich erfahren, dass die Rechtsabteilung versucht hat, mit ihnen darüber zu reden. Sie aber den Vertrag einfach unterschrieben hätten. Ich hoffe, das Geld ist diese ganze Mühe wert. Ja, höchstwahrscheinlich schon über meine Forschung. Oh, oh, jetzt kommt alles raus. Alan, ich mache mir da nichts vor. Der wahre Grund, warum du mich als Leiter der Abteilung ins Spiel bringen wolltest, sind meine Geschäftskontakte im privaten Sektor. Nimm einfach das Geld an und lass mich meine Forschung betreiben. Du kannst dir bestimmt was für eine neue Anzeigetafel oder irgendwas anderes Sinnloses abzwacken. Oh, wie gemein. Und ich bin mir sicher, dass du nach deiner Rückkehr aus dem Urlaub meinen Vertrag prüfen und herausfinden wirst, dass ich berechtigt bin, Zuschüsse für meine Abteilung auszuhandeln und anzunehmen. Viel Spaß in Maui. Ach Gott. Ach gut, lecker Schmecker. Das haben wir schon geöffnet, den Safe. Da müssen wir jetzt nicht nochmal ran. So, so strong, hast du das gehört? Der ist also in Maui gewesen. Warum ist denn hier alles verschlossen? Das ist nicht gut. Also, das wär's. Feuertechnisch. Im Falle eines Brandes, dann passiert genau sowas, wenn alle Türen abgeschlossen sind. Genau das passiert. Und dann hast du den Salat mit der Versicherung. Dann haschen. Hallo? Ich hab's genau gewusst, du alte fette Puss. Hey! Ah! Voll von hinten, doof gekloppt durch den Sack. Was mir aber nicht viel bringt, weil der hat ja einen Panzer, ne? Got a Panzer. Oh, noch einer. Oh, Sea Breeze. Okay, nein, ich will nicht auf euch hauen. Willst du vielleicht zwei fette Klopper? Gut, das reicht mir jetzt. So. Nein. Komm, geh wieder hoch. Na, jetzt geht er hoch, wenn ich nachlade. Ich kriege einen durch. Habe ich ja eben so eine Ratte erschossen. Strong, da ist noch jemand. Boah, er schlägt die kleinen Viecher einfach mit seinem riesen Hammer down. Nass, fucking nass. Okay, leider. Der ist noch irgendwas. Komm, das. Lebt das hier besser? Sorry, Strong. Ach, das. Oh. Okay. Da kommt einfach eine Verfolgung rein, vielen Dank. Obwohl ich noch nicht mal live bin, haben wir letztens auch schon. Komischerweise werden die Teile auch immer abgespielt, obwohl ich nicht live bin. Das geht halt direkt über Streamlabs. Das heißt, wenn man dieses Geräusch hört, werde ich auf Twitch verfolgt. Und ja. Kampf initiiert. Ivi, oh Gott, wie eklig, ich hab mich gerade kurz vor gegruselt. Das war so, er kommt einfach hoch und guckt mich an. Mein Ziel verschwunden. Mein Ziel verschrumpelt. Bam! Drecksack, er schreibt mich jetzt so, wie eklig der da hochgekommen ist. It's Johnny. Nee. Das geht so aber nun mal gar nicht, Monsieur. Komm mit, Strong Boy. You my boy. Ach, oh, schon wieder verschlossen. Im Brandfall, ich wiederhole es nur wieder, im Brandfall ist es hier rum. Mit dem Spaß. So. Cool. Oh, ich habe das nicht aufgehoben. Freut mich übrigens sehr, warte mal kurz, dass jetzt doch einige hier reinschauen in Fallout. Ich will hier nochmal erwähnen, ihr müsst nicht, also jetzt gerade an die Leute, die aktiv sein wollen wegen dem Giveaway und sowas, ihr müsst euch jetzt nicht reinprügeln, die Fallout-Sachen. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr gerne zugucken, da freue ich mich extrem. Aber ihr müsst jetzt nicht sowas machen wie, ja gut, ich gebe mir jetzt alles, damit ich auf jeden Fall gewinne. Zumal, oh, extra stark ist, nimm mit. Zumal ja auch direkt nach dem Giveaway weitere Giveaways kommen werden und ich werde es jetzt in Zukunft auch so machen, dass es nur eine Woche dauert. Also ein Giveaway geht eine Woche lang, außer es ist was Großes. Aber jetzt bei der Größe wie letztes Mal mache ich das nur eine Woche lang und dann kommt auch immer wieder das nächste, damit möglichst viele Leute eben im Monat gewinnen können. Hey, chill, boy. Boah, voll abgeräumt. Den hat's richtig gebasht, den Kerl. Nein. Ah, das ist der Anführer. Der hat Totenkopf, ich bin gleich tot. Hey. Aber du auch, Bitch. Ja. Totenköpfe sind ja lächerlich. Ich dachte, oh, Jacques Notiz. Nee, ich nehme kein schmutziges Wasser mit. Jacques, wir müssen dich ganz kurz, nachdem ich die Kartoffelchips genascht habe, mal anhören. Oder anlesen. Jacques.
So, oh Gott, das Institut ist da. Ich kann hören, wie sie draußen kämpfen. Papa, ich habe rausgefunden, wo die Daten sind, aber ich glaube, es ist zu spät. Leid. Da unten steht Leid. Tut mir leid. It does me so lit. The Terminal des Professor. Professor, ich bin kurz hängen geblieben. Universitäts-Mail-Transfer. Oh, Leute, Laborzeit. Ich habe ewig gebraucht, um dahinter zu kommen, was du mit Leslies Geburtstag gemeint hast. Jetzt kommt's raus, der Kinderschänder. Muss kurz was trinken. Ah, es war eine gute Idee, aber wir sind doch nicht so lange zusammen. Ich musste das Datum in den Studentenkarten im Büro nachschauen, sag ihr das nicht. Naja, egal. Als ich dort war, habe ich gehört, dass Dekan Patterson dieses Wochenende ein Dinner für Ehemalige veranstaltete. Er sollte dir also nicht in die Quere kommen. Wir sehen uns am Samstag, Leslie Matthews. Jetzt habe ich sie, die Schlange. Meinen Sie etwa, ich hätte nicht mitbekommen, wie oft Sie in der Student Credit Union sind? Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass Ihre graduierte Studentin Miss Matthews Dienst hat, wenn Sie etwas aus Ihrem Tresor holen. Glauben Sie etwa, es kommt mir nicht zu Ohren, wenn Sie zusammen mit ihr stundenlang im Tresor verschwinden? Wenn Sie mir nicht sagen, was da gebaut wurde und worum es bei Ihren Forschungen geht, informiere ich sofort die Presse und call the police. Mehr Zeit für das Projekt. Ich verstehe ja die Notwendigkeit der Geheimhaltung, aber meinen Sie nicht, dass wir schneller vorankämen, wenn Sie Leslie und mir Zugang zur Forschung geben würden, ohne dass Sie immer anwesend sind? Der Unfall ist schon Wochen her und Sie haben doch selbst gesagt, dass er durch eine defekte Sicherung ausgelöst wurde. Leslie meinte, dass der Dekan Sie gestern verfolgt habe. Es wird schwer sein zu arbeiten, wenn er sich ständig an Ihre Fersen heftet. Colonel Rosemont meinte es sicher ernst, als er gesagt hat, dass er die Forschungsergebnisse so schnell wie möglich benötigt. Ok. Betreff alles an den Colonel, okay? Verdammt, Stuart! Ich muss das wie ein Colonel lesen, oder geht das? Nee, das geht an ihn. Dann lese ich es nochmal. Verdammt, Stuart, aus der Sache kommen Sie nicht so einfach raus. Dieser Rosemont, von dem ich mir laut Ihnen unbedingt eine Freigabegenehmigung holen sollte, ist nahezu genauso unausstehlich wie Sie. Als ich bei ihm war, meinte er nur, Ihre Forschung wäre geheim und ließ mich dann vom Stützpunkt werfen. Sie halten sich bestimmt für verdammt clever, aber ich weiß, dass Sie nur einer Ihrer Kumpels aus der Armee ist, der Ihnen hier aushilft. Glauben Sie nicht, dass ich damit nicht zu unseren Anwälten gehe? I'm calling the cops. Nicht genehmigte Baumaßnahmen. Aha. Zunächst einmal, Sie reden mich bitte nicht mit meinem Vornamen an. Ich bin der Dekan, das sollten Sie sich merken. Und der spricht so. Und was hat er mit diesen Geschichten auf sich, dass wir meines Urlaubs haben, Offiziere in dem Auto haben? So spricht ungefähr ein Dekan. Das ist absolut inakzeptabel. Sie erklären mir gefälligst sofort, was das bedeutet hat, oder ich schwätze. Forschen. Und ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren. Okay. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Army sie wegen ihrer Forschung kontaktiert hat. Ich leite diese Universität und muss alle Forschungsprogramme genehmigen. Daher habe ich ein Recht darauf, zu erfahren, woran sie arbeiten. Ich weiß, dass ihre Kollegen sie sehr schätzen und dass ihr Vertrag eine Festanstellung vorsieht. Aber sie sollten nicht versuchen, sich in dieser Sache gegen mich zu stellen. Ich gehe heute Nachmittag in den Urlaub, aber wenn ich in 2 Wochen wieder zurück bin, erwarte ich ausführlich über ihre Forschung informiert zu werden. Okay, das habe ich auch dekanmäßig vorgelesen. Forschungsunterlagen. Ah, im Ernst, Ellen? Du gehst in meinen Terminal? Ich habe dir doch gesagt, dass meine Forschung geheim ist. Hör endlich auf, dich wie ein erbärmlicher Kriecher zu verhalten und kümmere dich um deine verschissenen Angelegenheiten. Fuck, doppelt aufgemacht. Vorlesungsverzeichnis, sehr gut. Das ist mir jetzt auch ziemlich egal, ne? Vakuumröhren, Schallplan, Vorlesung von letzter Woche. Was haben die denn so gemacht? Wellenlenkphänomen, plasmonische Anregung. Gut, ist ja auch Standard Unterrichtsstoff. Auch das hier haben wir ständig. Haben wir ständig. Gut. The more you know. Dödel, wo bist du? Wer ist da nochmal? Brock? Strong. Brock. Der Brocken. Oh my god, he's day. I think he's day. Ich glaube, er ist ein Tag. Ha. Haha. Abkürzung, my boy. Moment, aber hier ist doch bestimmt noch voll... Nein! Alles abgeschlossen. Warum kann Strong nicht einfach diese Tür eintreten? Der ist doch so riesig. Und guck mal, die ist so aus altem, verschissenen Holz. Haben 800 Schüler schon ihre Grabbelfinger dran gehabt. Bah! So. Strongy Boy, warte kurz. Ich muss mich... Bist du unten, oder was? Ich glaube, der ist unten. Er ist schon so ein bisschen gruselig, der Strong, oder? Was ist denn das? Ah, hier können wir die Mila auch aufbauen, oder was? Oder ist das... Wir gehen mal kurz hier lang. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir die Mila jetzt aufbauen sollen, ob es bei dieser oberen Tür ist oder bei der anderen. Aber ich glaube, es ist bei dieser hier. Oh, bald Level 51. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was wir skillen wollten. Weiß es zufällig noch jemand von euch? So ganz zufällig.
Schieben wir den mal darüber und dann da hoch und dann darüber, da hoch, links und runter und sehr schön im Fokus. So war's gedacht. So, Mila? Überall Zeug. Aber wo ist die Mila aufgebaut? Ach ja, oh Gott, ich hab mich voll erschreckt. Das ist ja der kleine Bobby Willis. Das ist doch der Bubble Dita Papa. His name is Barb. Wo müssen wir jetzt die Mila aufbauen? Mila Katharina? Hier oben irgendwo, ne? Hier wären wir rausgekommen, wenn wir durch die andere Tür gelaufen wären. Stimmt's? Oder habe ich. Oh. Doch nicht. Okay. Bist du sicher, dass es hier lang geht? Billy Roy, Leroy Jenkins, Billy Bob. Wo bauten wir die Mila auf? Wo sind wir? Wir sind gar nicht beim Mila-Aufbau-Seminar. Warum sind wir in diese verkackte Zentrale gegangen? Warum sind wir hier drin? Bin ich vielleicht gerade Schlaganfall gefährdet? Ich weiß nicht, warum wir jetzt überhaupt... Was machen wir denn hier? Warum sind wir da reingegangen? Wir mussten die... Ach, wir mussten die Sins mussten wir alle töten, kann das sein? Die Sins. Ah jo, das mussten wir machen. Manometer. Sprach der Peter. Ey, dann gehen wir. Bobby, komm mit, wir müssen dich nach Hause bringen. Du Dummbatz. Er chillt einfach in dem Haus mit Strong. Wer weiß, was die da treibe, die Ekelpakete. Ich will hier bauen. Ich will hier sowas von. Kann ich hier bauen? Nee, kann ich nicht. Super. Super. Guck mal, was die hier alles haben. Ey, wir müssen hier unbedingt in eine Basis reinbauen. Wie kann ich denn hier raus? I don't know. Maybe, just maybe. I can go there oben. Aber warte, es gibt noch mehr. Fuck, Strong! Boah, ist der Junge weggeflogen? Strong, geht's dir gut? Wieder guckt? Ja, ist in Ordnung. Bisschen kalt, aber sonst geht's. Okay, Strong, if you say so. Hier ist offen. Hier. Hey, hier. Hier, kleiner Junge. Hast du den Ball genommen? Ich weiß nicht. Der ist kaputt, der Generator. Also hier kommen wir auf jeden Fall raus. So. Jetzt können wir noch ganz kurz, wenn es euch nichts ausmacht. Ich weiß, ich bin so ein alter Erkunderich, aber es fällt mir einfach... Moment mal, das sind doch... Sind das nicht... Wir warten mal kurz. Oi, dude. Belohnung für Gewinner. Hast du mich ja eben Bastard genannt, du Buck? Bam! Oh fuck. Bam! Ich hab zweimal daneben geschossen. Leicht peinlich. Der muss jetzt aber reingehen. Oh! Fuck, dude. Ah, es ist halt einfach so sick hier rumzulaufen. Das macht euch bestimmt nichts aus, oder? Ich geh auch ins Feuer kurz, nur für euch. Das ist so warm. Das ist so realistisch, ne? Billy Bebop, Bob, geh mal dahin. Billy Jean. Is that my love? Was? Wo ist denn die Frau? Ah, hier ist die Frau. Das sind die Stücke von... Ne, die ist ja nach vorne geflogen. Das ist eine Frauenhand, das sehe ich dir. Hoppala. Das ist eine Frauenhand und ich hebe den Kopf hoch. Schon so ein bisschen sexistisch, muss ich wirklich sagen. Das kann ich da nicht machen. Das geht doch nicht. Was ist denn das davon? Ist dieser Bunker? Dude, I think it's a bunker. And there is a... Volkswagen. Ah jo, das ist ein Bungerle. Ich hab dich genau gesehen, Gunnery-Code. Ich pack schon mal den Schwengel aus, den Schwengler, so nenne ich ihn liebevoll. Was haben wir denn hier? Kontrollpunkt Terminal Südposten. Aha. Aktuelle Befehle. Ab dem 1. August 77 müssen alle Fahrzeuge, die diesen Kontrollpunkt passieren, angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle dürfen verdächtige Fahrzeuge vollständig auseinandergenommen werden. Die Bürger müssen während der Kontrolle in den vorgesehenen Bereichen warten. Jedwede Kommunikation ist zu keinem Zeitpunkt erlaubt. Die Bürger dürfen sich zu keinem Zeitpunkt am Fahrzeug zu schaffen machen, bis die Kontrolle beendet ist. Magazine und andere genehmigte Zeitschriften dürfen während der Wartezeit zur Verfügung gestellt werden. Eine Zivilperson darf gehen, sobald die Kontrolle beendet ist. Sollte eine Kontrolle zu einem fahruntüchtigen Fahrzeug führen, wird das Fahrzeug und oder alle Fahrzeugteile innerhalb von 10 bis 15 Werktagen den Zivilpersonen zugestellt. Die Soldaten sind angewiesen, den Zivilpersonen ein Verzeichnis der verfügbaren Taxiunternehmen in der Umgebung auszuhändigen. Sollte Schmuggelware wie in den
Heeresvorschriften aufgelistet worden, gefunden werden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Militärpolizei und nehmen Sie die Insassen des Fahrzeuges bis zu deren Eintreffen fest. Die Haftmaßnahmen unterliegen dem Ermessen des höchstrangigen des Chiefs of Commander. Wurst. Lederrüstung. Subjekt ist Ex-Militär US Marine Corporation. Subjekt als okay, Durchfahrt ohne Vorkommnis. Ja, das ist mir völlig egal. Datenbanknetzwerk ist offline. Ich dachte, da wäre noch was Wichtiges, so von wegen. Und übrigens haben wir hier noch 800 Kilo Gold versteckt. Alter Bobby Lee Bow, erschreck mich nicht so. Lauf, Kuh, lauf. Oh shit, bro. Hört ihr das, da labert jemand? Das ist eine offizielle Durchsage Ihres Gesundheitsamts. Bitte hören Sie sofort auf zu atmen, die Luft ist nicht so gut. Ich kann es gerade nicht, ihr kleinen Gunner Boys, ich muss mich... Fahren da welche mit dem Auto? Oh Gott, Wachbots? Warte mal, Billy. Oh mein Gott, ein Wachbot, shit! Ich dachte, so ein kleiner Furz, Wachbot, Boy. Leute, wir sind gleich gejuckelt, ne? Wir gehen zu den Gunnern, die sind besser wie der Pisser. Nix da was. Leute, mir sollte wirklich mal Gas geben mit dem Wachbotto. Nix da wer, wir. Jetzt hole ich halt erstmal diese Gunner da raus. Ich hoffe, dass der Wachbot aufhört, hierher zu kommen. Weil der ist so ultra krass, da müssen wir richtig hart Jet schlucken, dass wir den... Oh, hallo. It's your boy, Skinny Penis. Eins. Ach. Wow! Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihren Leitfaden für Notfälle. Okay. Mache ich. Sehr gut, da gehen wir gerade mal rein in den Bunker da und machen mal lecker, nam nam. Ja, das sind wir jetzt im Glück. Wir haben ja auch Cake. Bleibt immer gleich gedient. Aha. Hab ich den Sack. Hör doch mal auf, so viel zu wiederholen, du Dummbatz. Strong, kannst du die mal kurz alle bitte down machen? Strong, ich kann nicht pennen. Strong, bitte, geh raus und hol ihn einfach. Auf ihn! Ja, auf ihn, hopp. Ich schweige nochmal, ich will in dem Bett schlafen. Achtung! Hopp! Oh fuck, ist das ein legendärer Critical Hardcore. Oh fuck, okay, Zeitlupe, keine Sorge. Easy. Unsere Zeitlupenfunktion ist der verschissene Hammer. Sind wir jetzt noch in Gefahr? Nein, sind wir nicht. Komm mit, Strong! Komm mit! Zeitlupen ins Bett gehen! So. Und? Strong, ich bin geheilt! Der Ding ist irgendwie näher gekommen. Ja, aber ist er jetzt auch... Ist es... Ach, das ist gar kein Bunker. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten okay. Und nicht der Armee angehörenden Familienmitglieder abgewiesen. Erschossen. Abgewiesen, meine ich. Ja, endlich mal wieder. Perfekt. Ah, für alle Schusswaffen verursachen mehr. Wir sind so super. Warum bin ich so kopflos, Monsieur? Oh, ich dachte, ich kann mir das Bein abschlagen. Okay. Das hat geklappt, na. Voll krass und so. Billy Boy, Jagger und Jensen, Werben Jensen sonst. Wir müssen noch ganz schnell diesen Ultrabot da hinten fisten. Der schießt nämlich auf Leute von uns. Er schießt auf unsere Männer. Warum ist er überhaupt ein Wachbot? Wo haben die den her? Also ich meine, warum ist der, was heißt, wo haben die den her? Der ist ja scheinbar alleine. Ach du Kacke. Warum ist hier ein Wachbot? Und gegen wen kämpft er? Da vorne ist er. Ich bin nicht da. Okay. Kontrollier mal das, du Bitch! Nicht zu, dass sie mir wehtun. Oh. Wieder schießt zurück. Mal gucken, ob das auch reingeht. Nein. Billy.
Oh, Billy, fuck! Lauf! Männer und Strongs zuerst. Au, oh, Funknachricht von einem Familienmitglied stand da oben. Das gesehen? Hä? Funk Nacrick Familie Miller. Okay, ich muss dir mal ganz kurz... Ich muss dem Dreckarsch mal ganz kurz die Leviten lesen. Was haben wir jetzt dabei an dicken Wurm? Wir haben einen Fatman, aber dafür ist er zu nah. Habe ich jetzt echt alle dicken Wurm wieder weggelegt? Ja gut, habe ich gesagt, das habe ich. Komm mit. Wer schießt denn auf den? Jake Finch. Super, wenn ich jetzt auf den schieße, dann ist Finch doch bestimmt tot. Okay, warte mal. Der Finch denkt ihn gerade voll ab. Billie Jean, it's not my love. Wie der frisst! Finch, lauf! Oh, Finch. Er steht einfach auf wie so ein Terminator. Es ist in Ordnung, ich habe doch noch meine Ladung abzuliefern. Das ist so ein Modskerl. Hey, das ist so ein Modskerl. Gut. Was machen wir hier überhaupt? Warum sind wir? Wissen wir nicht. Ja, wisst ihr, wo diese Nachricht kommt? Die ist hier. Die ist hier. Hier in dieser. Das ist die stärkste Mutantenhochburg. Das Ding habt ihr auch schon geschrieben. Und ich erinnere mich, dass da irgendwo. Da ist eine Familie versteckt. Also die haben sich da mal versteckt. Da gibt's eine kleine Quest. Was ist denn das? Bullet. Hallo? Hey. Süßer Junge. Ist der zu verkaufen? Du altes Widerlingelein? Was? Niemals? Ja! Deine Sache. Wenn du deine Meinung änderst, bring ihn zu meinem Lager. Und wo ist dein Lager? Du Arsch. Süßer Junge. Weißt du, guckt ihn an. Ihn, unseren Billy. Süßer. Eher nicht. Also ich meine, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass er hässlich ist, der arme Billy, ja? Aber, dieser alte Mann muss pädophil sein. Er muss einfach... Das sind Leute, ne? Super toll. Hallo? It's your boy, Skinny P. Nein. Hier. Give me your shit. Auf wen hast du denn geschossen? Schnell, die tun mir weh, Billy, rette mich. Billy, bitte rette mich, Billy. Was ist denn das? Wer hast du da umgebracht? Siedler? Die ist aber nicht tot, oder? You killed a Siedler, Ren. Are you insane or what? Are you insane? Ich lege sie sanft ins Bettchen. Ja, ne? So ist es halt, wenn man erwachsen ist. Aber den Scheiß wollen wir nicht behalten, nicht wahr? Weg da mit hier. Weg mit der ganzen Kacke. Und das? Was ist denn das? Da beschleunigt die Regeneration lächerlich. Was ist das? Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Wir rennen doch immer. Wir sind doch immer ganz fix unterwegs. Was ist denn der Roboter, der hier geplatzt ist? Ah, noch ein Siedler. Sehr gut. Da. Warum müssen die immer die armen Siedler zerfisten? Die Kohlsammler. Haben wir das da jetzt entdeckt eigentlich? Das MTR oder MTR? Noch nicht. Aber... Was zum Teufel war das? Was? Andrew Station. Hm? Komm schon her, du Lass nicht zu, dass sie mir wehtun. Billy, du verrätst uns. Wir schleichen irgendwo hin. Billy, lass nicht zu, dass sie mich... Oh, fuck. Oh fuck, dumm. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Hat er den Mund? Nee, ne? Wow. Dude. Billie Jean, ist nicht meine Liebe? Alter. Hinter mir ist noch ein Hundi. Und jetzt wird der Hund mal gedödelt. Au. Hier. Hier noch eins, bitteschön. Lass nicht zu, dass sie mir wehtun. Weg ist es.
Irgendwie komme ich hier nicht durch. No, lass nicht zu, Billy, dass sie mir wehtun. Hat der eine gerade was gegessen? Ich habe gerade das Geräusch gehört. Wir haben nichts zu essen dabei, aber wir haben Stinkpacks dabei. Hallo. Ist sie, dude, ist sie. Okay, also die sind ziemlich weak. Komm wieder, guckt. Na? Wo ist denn der auf mich geschossen? Ah, doch. Na, nicht mit der Ultra, aber mit der geht es schon. Bumm. Cool, dass es so viel bringt. Ah, und hier wird es jetzt in diese Station reingehen, aber das machen wir erstmal nicht. Da oben steht noch irgendwo einer. Willst du mich gerade verarschen? Soll ich mal die Beine abhacken? Das ist nicht mein Endgegner. Anfänger. Ich kacke euch jetzt auf eure Bude drauf, ich alter Anfänger. Das macht das alles noch viel schlimmer. Weil ich ja ein Anfänger bin. Oh, nice. Okay, Leute, dann geht es in der nächsten Runde weiter. Dann werden wir mal den Billy Joe, Billy die Bob abgeben. Damit er mal nach Hause kommt zu seiner Family. Was? Dude, in meiner Abmoderation. Das war natürlich eine besonders harte Bestrafung, nicht wahr? Tut mir wirklich leid. Mache ich nicht wirklich gern. Aber was sein muss, muss schon so ein bisschen sein, Mademoiselle. Ja, ja. Wow. Der ist wirklich höchst genau, dieser Hammer. Komm noch einmal. Und. Okay, das Bein müssen wir einfach dran lassen. Das ist jetzt halt umgelaufen. So. Und das soll eine Mahnung für alle sein. Auch für dich, Billy Bobby. Da, guck. So passiert's, wenn man immer viel zappelt. Der zappelt, Philipp. Die Neuverfilmung. Warte mal, ich leg's da oben hin. So. Damit jeder Bescheid weiß. Achtung, Billy, das fällt dich an! Okay, gut. Erlaubt, ciao, ciao.